Ich habe wieder ein bisschen weiter gesponnen an meinem Stiegenteil hier. Und zwar habe ich jetzt eine Überlappungswarnung reingeben. Nicht Überlappungswarnung, sondern eine Durchgangslichtenwarnung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt da die G-Linie reingebe und zu nahe hinfahre, kriege ich optisch den 2,10 Meter Steher, der mir sagt, das geht sich jetzt dann nicht mehr aus mit der Durchgangslichte. Im Grundriss schaut es dann so aus, Durchgangslichtenwarnung. Das kann man natürlich dann hinlegen, wo immer man das möchte. Später mal, dann habe ich es einmal einfach nur reingelegt. Das heißt, wenn ich da jetzt rausfahre und jetzt mit der Durchgangslichten drüber fahre, irgendwann habe ich noch ein Problem mit der Durchgangslichtenwarnung. Da nicht. Das würde noch gehen. Natürlich kein Mensch wird die G-Linie so weit reinlegen. Das heißt, das war die Stufenbreite. Und ich habe es jetzt alles abhängig von diesem Punkt gemacht. Das heißt, wenn ich da jetzt so reinfahre, kann ich ja mit der G-Linie immer noch was machen. Das heißt, hier habe ich zum Beispiel jetzt eine Breite von 1,08 Meter. Hier Stufenbreite von außen 67, 70. Für so Schmalspurtreppen reicht das ja wunderbar aus. Und hier die G-Linie von außen ist ja normal 45. Wenn ich das jetzt wirklich auf 45 bringe, geht es noch in dem Fall? Da nicht mehr. Das heißt, das ist, ob da kriege ich noch die Warnung. Die Stiege überlappt, man sieht das anhand dieser Spirale. Und wie gesagt, das war jetzt der, das wollte ich nicht sagen. Und was ich noch gemacht habe, ich habe jetzt einmal, das gleiche geht da alles. Ich kann das einfach zuholen. Das ist jetzt alles von außen abhängig. Und es geht nach außen mit. Das ist einfach nur ein bisschen einfacher für den Anwender. Und um das geht es mir ja. Dass ich es möglichst einfach für den Anwender mache. Wenn ich es jetzt sehr knapp rein tue, da kommt die Warnung. Weil dann wird es einfach zu eng mit der Durchgangslichte. Und das ist was, was Arricat bisher ja überhaupt nicht drinnen gehabt hat. Und jetzt bei den neuen Stiegen, die ja gar nicht überlappen können, ist ja das gar nicht möglich, das sowas reinzuprogrammieren. Gut, dann hat das T. Geländer kann ich jetzt aus- und einstellen, innen und außen, klar. Es ist noch nicht sehr komplett durchgestylt, die Geschichte, aber es geht voran. Wie gesagt, ich möchte zuerst auf alle Fälle einmal die Geometrie komplett im Griff haben, bevor ich da irgendwelche anderen 3D-Elemente drauf pop. Sprich, bevor ich dann wirklich ein Profil folgen lasse für zum Beispiel ein Geländer oder den Anschluss oben, Deckenanschluss oder überhaupt den Kreisausschnitt für eine Decke dazugebe. Das spare ich mir noch auf für später. Gut, danke.